hallo und willkommen zurück zu Guacamole Super Turbo Championship Edition. Letztes Mal haben wir Xtabe besiegt und sie hat uns erzählt die Geschichte von Carlos Kalaka. Und wir waren an einem anderen Speicher, von daher ich bin nochmal zurückgekehrt in die Höhle, wo wir gekämpft haben. Und bin hier oben an diesen Speicherpunkt gelangt mit einem Aufwärtshaken. Wo ich vorher nicht dran dachte, aber hier haben wir nochmal einen Teil für unsere Ausdauerleiste. Jetzt springen wir nochmal nach oben. Und wir werden uns jetzt nochmal ein bisschen unseren Dorf umgucken. Jetzt durch die Möglichkeit, in die Welt der Toten und zurückzuwechseln, einige neue Fähigkeiten. Einen neuen Bereich erkunden können. Oder zum Beispiel, indem wir uns in einen Huhn verwandeln, können wir an solch eine Kiste gelangen, die uns ein weiteres Teil für unsere Intenso-Leiste gibt. Hier ist das Hühnerhaus. Wir haben erfahren, dass Galaka, hier ist die Puppe, die sie haben will. Wir haben erfahren, dass Galaka seine Seele den Teufel verkauft hat, um seine Hand wieder. Das ist meine Luchador-Figur. Ich bin so froh, dass man sie aufgehoben hat. Gracias, Senor. Hier ein Geschenk für dich. Es kann dein eigenes Spielzeug sein. Ich hoffe, es gefällt dir. Ja, es ist natürlich ein Herzteil, das er um seinen gebrochenen Arm zu reparieren, damit er kämpfen konnte am nächsten Tag. Und dass er den Teufel in einen Hahn verwandelt hat. Und jetzt klettern wir auf den Kirchturm hinauf und finden hier oben noch ein Herzteil. Sehr schön. Gehen wir mal in die Kirche hinein. Hallo? Und nach dem Kampf hat uns XTB halt die Fähigkeit verliehen. Nochmal 500 Münzen. Halt die Welten zu wechseln. Wir gucken mal auf unsere Karte. Wir haben schon 100%. Interessant.
Dorf wird schon mit 100% angezeigt. Jetzt gehen wir nochmal zu Juans Feld. Wo es etwas sehr Interessantes zu holen gibt. Seiner Hütte. Ja, das mit den Liedern wird noch etwas dauern. Wie geht's denn? Können wir mit den Huhn durch diesen schmalen Gang gehen? Ich schwöre, ich habe es noch nicht aufgegeben. Wir müssen jetzt in einen Huhn verwandeln und durch ein höchst faszinierendes Labyrinth uns durcharbeiten. Ich gehe jetzt mit Absicht mal etwas falsch, um möglichst viel davon aufzudecken. Weil ihr seht auf der Karte, das Labyrinth wird uns nicht wirklich angezeigt, aber die Form, die es nachher haben wird, wenn man alles aufdeckt, ist ein schönes, lustiges. Ja, das ist etwas. Oh, hier ist falsch. Nanu. Boah. Huhn steuert sich etwas fummelig. Irgendwo haben wir eine falsche Abzweigung genommen. Hier. Ja, das Huhn steuert sich ein klein wenig fummelig. Aber das geht schon. Hier hoch. Ah, hier ist falsch. Wir müssen, glaube ich, hier hochgehen. Dann hier hoch. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, hier ist die Sackgasse, jawohl. Eine Sackgasse. Geh unten lang. Geh wieder hinauf. Hier haben wir ein Herzlein. Hier hinauf. Hier wieder hinunter. Diesen Gang. Gleich haben wir es geschafft, meine Freunde. Und hier sehen wir ein Tor, von denen wir noch mehrere im Laufe des Spiels sehen werden. Und hier mache ich erstmal, beende ich erstmal den Part, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Ich bin Andy.